All das, obwohl man eine der gesuchtesten Terroristen des Landes ist. Marianne Grund, du hast dich damit etwas mehr beschäftigt. Man fragt sich ja wirklich, wie kann das möglich sein? Ja, absolut. Und diese Frage, die müssen sich jetzt auch die Ermittlungsbehörden stellen lassen. Denn 20 Jahre an der gleichen Adresse, nur der Name ein anderer. Und sie sieht zugegebenermaßen auch immer noch recht ähnlich aus wie früher. Und das Ganze auch noch öffentlich auf Facebook. Wir schauen uns das Ganze mal an, wie sie so aufgetreten ist. Werfen wir einen Blick auf Daniela Klette, die ja in Berlin-Kreuzberg festgenommen wurde. Dort hat sie gelebt mit einem falschen Namen, ist dort eben aufgetreten, hat aber dort 20 Jahre am selben Ort gelebt. Wir sehen sie hier nochmal im Hintergrund, das ist das Bild, mit dem nach ihr gefahndet wurde. Aber sie wurde hier eben festgenommen, 20 Jahre eben dort. Und das eben mit einem Pass aus Italien wohl und einem anderen Namen, und zwar Claudia Ivone. Und diesen Namen, den findet man eben auch bei Facebook. Und wenn man sich ihr Facebook-Profil anschaut, dann sind da nicht nur irgendwelche Bilder, die sie nicht identifizieren lassen könnten, sondern tatsächlich ganz viele von ihr, wo man sie eben erkennt. Hier eben bei Kulturveranstaltungen. Sie ist da offenbar dem brasilianischen Capoeira nachgegangen. Da hat sie sich ganz offen fotografieren lassen, wurde dann auch einfach immer wieder so bei Facebook geteilt, hat sich dort gepostet. Also es gab durchaus die Möglichkeit, sie dort eben bei Facebook zu identifizieren und klarzumachen, dass diese Frau eben die RAF-Terroristin ist. Und nicht nur hier bei diesen Kulturveranstaltungen war sie unterwegs, sondern sie hat sich so sicher gefühlt, dass sie sogar ins Ausland gereist ist, also nicht immer nur in Deutschland geblieben ist. Und das hat offenbar lange, lange Zeit geklappt, bis eben jetzt dieser Zugriff erfolgte. Und tatsächlich war sie nicht nur bei Facebook recht öffentlich unterwegs, sondern auch beim Karneval der Kulturen. Da zeigt eine Weltrecherche von Frederik Schindler, einem Kollegen eben, dass sie da offenbar auch ganz offen auf den Straßen Berlins getanzt hat. Und das war 2011, also zum gleichen Zeitpunkt, wo sie sich auch so sicher gefühlt hat, dass sie sich ein Facebook-Profil angelegt hat, unter dem sie eben dann öffentlich aufgetreten ist. Also von Geheimhaltung hier gewissermaßen keine Spur, bis eben auf den anderen Namen, den sie genutzt hat. Ansonsten ein öffentliches Leben. Also wir sehen es hier von Untergrund nicht wirklich eine Spur, sondern eigentlich ja, ist sie ganz normal aufgetreten, nur eben der Name war ein anderer. Unfassbar noch immer. Marianne, danke dir.